Wir sind heute in Z wie Zahner und ich spreche zum Zukunftsthema demografischen Wandel. Der demografische Wandel in Ostdeutschland ist eines der zentralen Zukunftsthemen auch für unsere Region. Wir waren bereits Teilnehmer bei der internationalen Bauausstellung IBA 2010. Dort haben unsere Städte gezeigt, wie wir den demografischen Wandel auch in unserer Baustruktur in den Städten begegnen wollen. Der demografische Wandel zwingt uns dazu, bestimmte bestehende gesetzliche Bestimmungen neu zu überdenken. Warum soll es beispielsweise nicht möglich sein, dass ein Postauto auch Personen aus abgelegenen Ortschaften mit in die nächstgrößere Stadt nimmt? Zudem ist zu überlegen, wie eine dezentrale Energieversorgung und die lokalen Stadtwerke gestärkt werden können. Grundsätzlich möchte ich mich aber als Sozialdemokrat dafür einsetzen, dass ein weiterer Wegzug von den jungen Ostdeutschen begegnet wird. Der demografische Wandel wird uns in den nächsten Jahren, insbesondere in Ostdeutschland, sehr beschäftigen. Ich möchte, dass die gesammelten Erfahrungen bereits jetzt produktiv eingebracht werden in die Entwicklung neuer gesetzlicher Bestimmungen, damit wir uns nicht selber im Wege stehen, wenn es darum geht, unsere Region so zu gestalten, dass die Menschen auch in schlechter besiedelten Gebieten weiterhin in hoher Lebensqualität teilhaben am Gemeinwohl. Wählen Sie mich für unsere Region am 22. September in den Deutschen Bundestag. Wenn Sie wollen, begleiten Sie mich weiter durch unseren Wahlkreis und durch meine Themen.